Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier aus dem Hansapark. Ja, noch nicht ganz aus, wir sind noch vor dem Eingang. Ich wollte das Video jetzt aber schon mal beginnen. Und mit dabei sind heute zum Beispiel die Sarah mit ihrem Kernarm-Pulli, passend gekleidet. Und der Ben ist auch am Start mit seinem Phantom Arena T-Shirt. Mhm. Das ist übrigens Bens Kanal, für alle, die es jetzt immer noch nicht wissen. Schönes Wetter haben wir mitgebracht. Ja, sehr schönes. Aber wir sind ja auch im Hansapark. Da scheint die Sonne. Richtig. Wir werden jetzt mal da reingehen mit unseren tollen Jahreskarten, die wir hier zur Verfügung gekauft haben. Dann wird uns auch noch gleich der Lars irgendwo auffinden. Den Lars kennt ihr sicher auch vom Funfair-Blog. Und wir machen heute mal ein bisschen einen anderen Vlog. Nicht so langweilig wie die vom letzten Jahr, wo wir einfach nur sagen, wir fahren jetzt das und das, sondern das und das. Wir machen das jetzt mal so, für die, die den Park jetzt noch nicht kennen. Wir gucken uns einfach mal auch so ein bisschen die Attraktion genauer an. Ich sag euch mal ein bisschen was darüber. Es gibt auch eine kleine Spoilerwarnung für alle, die noch nicht hier waren. Ja, ich werde euch das dann immer noch frühzeitig sagen, wenn ihr dann irgendwie weiterskippen müsst oder so. Und jetzt ja, gehen wir ganz Corona-konform einmal hier hinten längs und direkt in den Park rein. Der Eingangsbereich wurde in diesem Jahr neu gestaltet und das gucken wir uns als allererstes mal an, wenn wir dann drinnen sind. Also, auf geht's! Der 26.06.2021 haben wir heute. Es ist Punkt 10 Uhr. Wir sind im Park und werden jetzt gleich die ersten Attraktionen aufsuchen. Ja, das ist schon die erste Besonderheit hier im Hansapark. Hier wird jeden Tag frisches Datum eingepflanzt. Es ist jetzt nicht die größte Aufwandigkeit, aber es ist halt einfach cool, wenn man hier aus dem Eingang reinkommt quasi. Ja. Normalerweise ist da auf der Bühne immer noch so eine Band, die irgendwie Rambazamba macht, aber aktuell, ich denke wegen Corona halt nicht. Das war letztes Jahr schon. Tja, das ist der Eingangsbereich. Mittlerweile hier links und rechts vollständig fertig thematisiert. Sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Wir gucken jetzt mal uns um. Wir haben einige Achterbahnen auf jeden Fall auch zu erleben. Der Park liegt direkt an der Ostsee. Das heißt, ihr habt auf den Attraktionen sogar mehr Blick. Das ist der einzige Freizeitpark in Deutschland, der das hat. Deswegen ist der Hansapark für uns auch etwas ganz Besonderes. So, und auch ich ziehe mir jetzt mal meinen Pulli aus, weil es ist wärmer als erwartet. Wir beginnen den Tag mit einer Attraktion, die hoffentlich wenig Wartezeit hat. Gerade hier rundherum mit ganz viele Achterbahnen. Einmal The Royal Scotsman, eine Familienachterbahn und Nessie, die große hier. Die haben aber sehr lange Wartezeiten, weil die direkt am Eingang stehen. Großes Highlight in dem Bereich, jetzt neu, die neueste Attraktion im Park, ist aber der Highlander. Und nicht mehr die neueste Attraktion. Die neueste Großattraktion im Park. Ein 120 Meter hoher Freefall Tower. Oh, man sieht die Spitze gar nicht. Mit der Besonderheit, dass hier auch die Sitze nach vorne kippen können. Und dazu gibt es das hier. Eine kleine Information. Es gibt einmal das Tilt-Programm von 10 bis 13 Uhr. Da kippen die Sitze zwar oben kurz nach vorne, kippen aber vor dem Fallen wieder zurück. Und dann gibt es die Super-Tilt-Variante und ihr könnt es euch schon denken, von 13 bis 18 Uhr bleiben die Sitze dann nach vorne gekippt und ihr fallt mit gekippten Sitzen nach unten. Komm, das ist dein Lieblingsfreifall-Tour. Wir kommen frisch aus dem Highlander heraus. Sarah hat immer ein bisschen Angst vor Freifalltürmen. Ich bin hier eingeschissen im Mund. Aber der hat diesmal, also das habe ich ja bei Funtime-Türmen selten, gekribbelt ohne Ende im Bauch. Der hat bis zum Ende gekribbelt. Bei mir nur am Anfang. Aber ja, es ist immer noch, also man muss sagen, noch der höchste Gyro-Drop-Tower der Welt. Heißt höchste Freifallturm mit einer drehenden Gondel. Aktuell wird in Florida gerade einer gebaut. Gleicher Hersteller, gleiches Modell, nur einen Tacken höher. Der löst dann den Highlander ab, aber noch kann man diesen Rekord genießen und das fahren. Ist auf jeden Fall schon gigantisch. In Deutschland wird es ja auch ein Rekord bleiben. Wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre. Ich glaube kaum, dass da jetzt noch ein Park großartig nachziehen wird. Es ist natürlich hier nochmal doppelt so cool, weil man hier perfekten Blick auf das Meer hat. Das sieht gigantisch aus, gerade bei schönem Wetter. Da hat man richtig Urlaubsgefühle auf jeden Fall, wenn man da drin sitzt. Und eine On-Ride hätte ich euch gerne gezeigt, also das Bild von da oben. Aber man darf hier leider keine On-Ride-Videos machen. Dementsprechend müsst ihr damit klarkommen. Es gibt aber tatsächlich On-Ride-Videos hier auf YouTube von diesem Turm.
und die könnt ihr euch natürlich auch angucken. Aber uns ist es heute leider nicht möglich, hier On-Ride-Videos zu machen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir wollten den Lars einmal aufsuchen und uns am besten was zu essen suchen. Das ist zu Corona-Zeiten im Hansapark sehr schwierig. Wenn kein Corona ist, ist es im Hansapark eigentlich ziemlich cool, weil da kann man, bevor die Attraktion öffnet, schon in den Park, und hier vorne ist ein großes Restaurant am Eingang. Da kann man richtig gut frühstücken morgens. Und es gibt auch hinten noch den Western Saloon, da gibt es auch ein richtig gutes Restaurant drin. Aber leider haben die aktuell geschlossen und dementsprechend ist es mit der Essenssuche etwas schwieriger aktuell. Gucken wir mal weiter jetzt. Leute, ihr kennt mich, ich vergesse gerne etwas. Zumindest wenn wir essen gehen. Und heute ist der Tag, an dem ich es nicht vergesse. Ich habe ein Croissant zum Frühstück. Da ist irgendwie Erdbeere drin. Sarah sagt, das ist da drin. Das ist mit Milchcreme. Und wir haben die gute alte Fischfrikadelle. Bekannt aus dem beliebten Podcast von Stahl und Holz. Da hinten ist nämlich der Lars. Wir haben ihn gefunden. Und jetzt gönnen wir uns erstmal ein kurzes Frühstück. Und dann ziehen wir durch den Park. Hier am Eingang ist es doch noch recht voll. Und ich glaube auch, dass es generell ein bisschen voller wird heute. Aber ja, wir sind ja nicht das erste Mal hier im Park. Wenn wir die Highlights schaffen, sind wir glücklich. Wir fahren jetzt Flucht von Novgorod. Ja, die Bahn wurde umbenannt übrigens. Es gibt jetzt einen Tee hinter dem Fluch. Und ja, warum das passiert ist, das kann uns vielleicht der Lars erklären. Lars, warum wurde die Bahn umbenannt? Weil das Tee billiger ist. Hä? Also der Lars, der Funfair-Block ist jetzt auch am Start. Ja, der erste Freizeitpark in diesem Jahr für meine einer. Und die erste Achterbahn in diesem Jahr, also ich bin schon... Da geht's direkt mit Krawumms los. Da geht's direkt mit Abschuss und mit Looping und jawoll. Das ist die Bahn, die wir jetzt fahren werden. Ein Gerstlauer Eurofighter mit einem Abschuss am Anfang. Und hier drin gibt's noch einen Spoiler. Bitte 10 Sekunden weiterklicken, wenn ihr diesen nicht hören wollt. Einen Absturz, der übersteil, also übersenkrecht nach unten geht, in völliger Nockenheit. Ja. Jetzt fahren wir das Ding mit neuer Thematisierung. Ich glaube, die Thematisierung ist identisch, aber überall wurde ein Tee dran gehangen. Selbst also auf den Fähnchen, habe ich gesehen, steht jetzt Flucht von Novgorod und nicht mehr Fluch von Novgorod. Also Pascal und Amara haben, glaube ich, gesagt, es gibt zwei Neuheiten, zwei neue Effekte, die aber nicht nennenswert sind. Da wir nicht so oft hier sind, fällt es wahrscheinlich nicht mal auf. Mir so oder so nicht. Ja, gucken wir mal rein. Es ist eigentlich eine coole Achterbahn, die ein bisschen kurz geraten ist. Sonst ganz nice. Leute, es ist ganz schön hell. Wir kommen gerade hier aus dem Shop. Das ist der Ausgang vom Flucht von Novgorod, wo dann auch schon T-Shirts drin hängen, wo Flucht draufsteht und auf manchen steht noch Fluch. Also für alle, die es nicht wissen, die Bahn, die hieß mal Fluch von Novgorod und die haben sie dieses Jahr umbenannt. Flucht von Novgorod. Und ja, warum das jetzt sein muss, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein bisschen lustig, überall so ein bisschen zu sehen, was noch alt ist, was noch neu ist. Jetzt muss ich versuchen, meine Augen langsam wieder aufzukriegen, weil die Sonne ist schon ganz gut am Ballern gerade. Wir sehen uns dann hier noch mal ein bisschen um. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hingehen. Wir müssen uns da erst noch mal absprechen. Mein Favorit wäre ja, wenn wir zur, wie heißt diese runde Wasserbahn? Störtebeker Kaperfahrt gehen. Und da ist dann auch die Neuheit für 2021, der neue Bereich Wilders Welt, ein neuer Kinderbereich mit einer vierten Wildwasserbahn in diesem Park. Fünften Wildwasserbahn in diesem Park. Wo nimmt sie den fünften her? Super Splash, Wildwasserbahn, Rio Dorado, die Kinderwasserbahn, die es schon gab, und die neue Kinderwasserbahn. Fünfte Wildwasserbahn und einen neuen Familienfreifahrtturm. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Ja, jetzt greife ich mal eben die Chance und mache hier eben noch ein Offride-Video. Das hier war übrigens mal eine andere Attraktion. Also hier steht jetzt Barcos del Mar, aber das war noch nicht immer so. Hier stand früher der El Paso Express, der fuhr durch dieses Gebäude durch. Hier sieht man noch, das waren mal Tunneleinfahrten. Die sind jetzt leider weg. War eine coole Attraktion, so eine Art Musikexpress, aber mit einer Doppelschleife. Du bist halt eine längere Strecke gefahren. Das war eine coole Sache. Bin ich leider persönlich nie gefahren. Gab es auch mal im Skyline Park ohne Thematisierung. Ja, sehr schade drum. Wir sind jetzt angekommen beim neuen Themenbereich Avildas Welt. So sieht es aus. Ist der neue Kinderbereich hier. Wie gesagt, hier gibt es eine neue Wasserbahn und eben diesen
Zierer Freifallturm. Kennt man zum Beispiel so auch aus dem Phantasialand. Das ist wahrscheinlich die geläufigste Variante. Eifelpark Gondorf hat mittlerweile so ein Ding. Heidepark mit Screamy und so weiter. Ja, hat es jetzt auch in den Hansapark geschafft. Man kann ihn auch Mini-Highlander nennen oder Kinder-Highlander, wie wir es heute schon gehört haben. Ist sehr schön eingebunden hier in so ein Wasserbecken. Dann, wenn er fährt, hier drin ist der Hydraulikmotor versteckt. Das hört man ziemlich gut. Wenn der losfährt, dann kommt dann ein krasses Geräusch raus. Und es gibt eine neue Wasserbahn, habe ich ja schon gesagt. Es gibt mittlerweile einen Super Splash, eine große Wasserbahn, die können wir uns später vielleicht nochmal angucken. Dann einen normalen Mackrides Lockflume, dann einen etwas kleineren Lockflume. Und das hier ist dann jetzt quasi die Mini-Variante eines Lockflumes vom französischen Hersteller Soquet. Und das ist halt wirklich für die ganz, ganz Kleinen dann. Aber sehr aufwendig thematisiert. Wir haben hier Indoor-Passagen auch da hinten. Zwei kleine Drops, einen dort oben und einen hier. Die sind wirklich sehr klein. Sonst aber echt schön geworden. Früher stand hier eine andere Attraktion, die Glocke. Das war eine sehr, eigenwürdige Schaukel, sag ich mal. Die gab es auch so nur einmal. Die stand erst in Wiener Prater. Ist dann hier in den Park gewandelt und jetzt weiß ich gar nicht, ob sie verschrottet oder weiterverkauft wurde. Die stand genau hier an dieser Position. Man hat den Park dementsprechend auch noch so ein bisschen vergrößert, weil man jetzt eben nach da hinten reingehen kann. Und früher war hier vorne halt Schluss, weil hier direkt die Glocke war. Ich kann euch die auch mal oben verlinken. Ich habe damals noch ein Video davon gemacht. Sarah steht jetzt hier. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt noch nicht bei Alvildas Ausguck anstellen, diesen Freifallturm, weil guckt euch diese Schlange mal an. Für so einen Zierer-Mini-Turm. Also hier ist schon gut was los heute, das muss man sagen. Genauso eine Schlange, nur eben dimensionsmäßig etwas vergrößert, ist auch hier bei der Wasserbahn Rio Dorado oder besser bekannt als Störtebeckers Kaperfahrt. Ja, die geht bis hier. Also auch rappelvoll das Ding. Da werden wir jetzt aber gleich mal eben reinsteppen und eine kleine Fahrt auf der sehr eigenwürdigen Wasserbahn machen, denn so eine Wasserbahn gibt es in Deutschland nur ein einziges Mal. Wir sind jetzt mit Störtebeckers Kaperfahrt gefahren. Das ist diese nette Wildwasserbahn mit aufgeblasenen Rundbooten. Ich finde die Station hier immer ziemlich nice, weil die so komplett offen ist hinten und ziemlich schön thematisiert ist. War auf jeden Fall eine nice Fahrt. Ich bin leider nicht wirklich nass geworden. Man wird auch nur am Ende nass. Wir haben uns aber ganz gut gedreht in der Rinne. Man rutscht da so eine Rutsche runter und unten schippert man noch durch so ein bisschen durch so einen Wildwasserfluss mit Wellenbecken. Da sind dann so Kanonen, die einen nass spritzen. Nur Lars und Sarah haben das abbekommen, leider. Schade drum, aber wir gehen jetzt zu Kernern, habe ich gehört. Ich habe gehört, wir gehen zu Kernern, weil die sollen so eine Stunde haben. Das ist der Kernern, Leute. Das ist die höchste Achterbahn hier im Park und die höchste Achterbahn Deutschlands zusammen mit der Silverstar im Europapark. Beide sind 73 Meter hoch und die hier hat die höchste Stelle der Strecke in den Turm verpackt. Also das ist nochmal was ganz Besonderes. Der Hansapark ist auch ganz bekannt für seine besonderen Achterbahnen. Und auch da gibt es wieder jede Menge Spoiler. Gerade an drei Stellen ist da auf jeden Fall richtig Spoilergefahr. Ich werde es euch gleich sagen, aber ihr dürft gerne auch abschalten. Wie gesagt, nur für die Leute, die es halt noch nicht wissen. Das Gediegen ist jetzt auch ein bisschen älter und die meisten, die mitgefahren sind, wissen dann auch schon, was da drin abgeht. Aber ja, der Kernan ist mit das Highlight hier im Hansapark. So. Ja, dann gehen wir mal rüber, wa? Gehen wir mal rüber. Wir sind Kernern gefahren. Das ist unsere Attraktion Nummer 4, die wir heute geschafft haben. Es ist echt verdammt voll. Ja, knappe Stunde haben wir gewartet. Aber ein monströses Gerät von Gerstlauer. Die haben sich da echt was Krankes einfallen lassen. Jetzt kommt wieder die Spoilerwarnung. Bitte skippt, weiß ich nicht wie viel. Ich blende es euch jetzt ein Sekunden vor, wenn ihr das nicht hören wollt. Denn in diesem Turm passieren gewisse Dinge. Beim Anstehen passieren schon gewisse Dinge, mit denen man bei einer normalen Achterbahn jetzt nicht rechnen würde, aber das ist eben keine normale Achterbahn, sondern ein 73 Meter hoher Gerstlauer Infinity Coaster, der ersten Teils erstmal in einem kleinen Dark Ride Part durch diesen Turm durchfährt, dann mit einem senkrechten Lift nach oben gezogen wird. Das heißt, ihr fahrt senkrecht 73 Meter nach oben,
in diesem Turm drinne. Haltet kurz bevor ihr oben seid an, da drin wird ein kleiner Film abgespielt, dann wird da ein bisschen Storytelling betrieben und auf einmal klingt die Gondel aus und ihr fallt rückwärts wieder den ganzen Lift nach unten im freien Fall und werdet da wieder gebremst. Das Ganze ist jetzt gerade übrigens passiert, das hört man von außen so ein bisschen. Dann klingt die Kette nochmal ein, dann geht die Musik an und ja, die ist dann sehr euphorisch. Dann geht es nochmal den Lift nach oben. Diesmal klingt die aber nicht oben aus, sondern schiebt euch über die Kuppe oben und dann geht es im senkrechten Drop wieder nach unten. 73 Meter bis hier unten auf dem Fußboden aus dem Turm heraus. Und dann geht es hier oben in dieses große Schienenwirrwarr, wo keine Überschläge drin sind. Dann fahrt ihr einmal außen rum, sehr bodennahes Layout mit sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Airtime, sehr viele Richtungswechsel, die sehr gut sind. Kommt hier in die Schlussbremse. Und nach der Schlussbremse ist aber noch nicht vorbei, denn es geht wieder in die Halle rein. Und in der Halle erwartet euch dann tatsächlich noch ein Überschlag, den die Bahn eigentlich über der ganzen Strecke nicht hat. Aber ganz zum Schluss geht es nochmal kurz über Kopf. Und ja, das ist dann nochmal so die Überraschung zum Schluss. Dann werdet ihr wieder in der Station herausgelassen. Das ist jetzt einmal Kernan komplett durchgespoilert. Bis auf eine Sache, die habe ich noch nicht gesagt. Ihr könnt euch die Reihen in dem Zug nicht aussuchen. Das heißt, ihr kommt vorher in einen sogenannten Bannraum. Das gehört auch zur Storyline mit dazu. Dort könnt ihr euch eine Reihe aussuchen und diese Reihen werden dann zufällig ausgewählt und werden an die Reihen in den Zügen verteilt. Und ja, das ist auch mal eine Sache, die ich eigentlich ziemlich cool finde, weil man weiß nie, in welcher Reihe man sitzt. Klar, wenn man gerne vorne sitzen will oder hinten sitzen will, ist das natürlich blöd. Aber ja, wenn man es ein paar Mal fährt, hat man eigentlich immer auch irgendwann mal Glück, mal vorne zu sitzen. Ja, das war jetzt aber Kernan mal komplett durchgespoilert. Wir gehen jetzt weiter. Ich denke zum Haupteingang, wir wollten da glaube ich Getränke kaufen. Da gibt es nämlich Getränke in Flaschen. Kleiner Tipp für alle, die Getränke in Flaschen haben möchten, nicht in Bechern. Die gibt es im großen Shop am Haupteingang in so Kühlschränken. Und danach geht es, glaube ich, zu Nessie und Highlander wollten wir auch noch mal machen. Weil im Highlander ist ja jetzt das zweite Fahrprogramm aktiv, wo man mit gefitteten Sitzen nach unten fällt. Der Nessie heraus. Nessie ist eine uralte Schwarzkopf-Achterbahn, die im Hintergrund auch rumzischt. Eine Looping-Achterbahn mit einer der ersten Loopings in Deutschland. Sie wurde jetzt mittlerweile angepasst. Früher war sie komplett weiß. Jedenfalls wurde die mittlerweile in der Umthematisierung des ganzen Bereichs zum, wie nennt sich das, bezauberndes Britannien umthematisiert. Dementsprechend hat die eine andere Farbe bekommen, ist jetzt ein bisschen grau geworden. Der Royal Scotsman hat die gleiche Farbe bekommen, das ist noch die Kinderachterbahn, die da drunter herfährt. Und im Gegensatz zu heute Morgen, zu der langen Schlange, mussten wir halt jetzt gerade mal so 5 Minuten warten und deswegen lief das ganz gut. Die Bahn hat aber was ganz Besonderes, denn es ist eine uralte Bahn, habe ich ja gerade schon gesagt, und sie hat ein Looping. Und trotz des Loopings hat man nur einen wirklich labbrigen Bügel, sagen wir mal. Untenrum, das ist wirklich nur so eine Stange quasi, die man halt auch wirklich nicht krass zuziehen muss, weil man halt im Looping so krass in den, durch die Zentrifugalkraft so krass in den Sitz gerückt wird, dass man da halt nicht rausholt. Gerade an dieser Stelle, das ist eigentlich die spannendste Stelle in der Bahn, gerade in der letzten Reihe fliegt man richtig aus dem Sitz, also da ist Airtime des Todes. Und ja, die Schlussbremse ist halt auch noch mein Ultra-Highlight, weil die ist einfach in einer Halle drin und das halt so da drin, diese Reibungsbremse von Schwarzkopf, das ist richtig krass, also sie ist richtig am Brattern und so muss das. Ich befürchte, dass früher oder später die Bahn da Magnetbremsen reinbekommen wird, das kennt man jetzt auch vom Olympia-Looping mittlerweile, aber ja, so geht die Technik und müssen wir uns mit abfinden, auch wenn das geile Geräusche sind. Immerhin haben sie die Bahn erhalten, ich denke, die wird uns auch noch ein paar Jährchen erhalten bleiben, denn das ist, ja, für viele Kinder die erste Looping-Achterbahn. Ja.
Wir kommen jetzt nochmal aus dem Highlander, dem riesigen 120 Meter hohen Freefall Tower. Haben jetzt die Super-Tilt-Variante gemacht. Sarah mag ja die Super-Tilt-Variante lieber, weil es nicht ganz so schlimm ist. Aber ja, für andere ist es halt ein bisschen schlimmer, denn hier geht's mit gekippten Sitzen nach unten. Und das ist ja doch ganz ordentlich, würde ich sagen. Hier sieht man jetzt, wie der Haken da noch einhakt wieder. Macht es einmal zack. Der zieht die Gondel dann nach oben und ganz oben wird die Gondel komplett frei ausgeklinkt. Das heißt, der Fall wirklich komplett frei, hängt an keinem Seil mehr oder ähnlichem. Und werdet unten von Magnetbremsen, die nicht ausfallen können. Das heißt, ihr könnt nicht durchrauschen, die können nicht ausfallen nach unten. Ja, transportiert wieder. Und unten dann weich aufgefangen. Normalerweise hat dieser Turm hier noch Onboard-Sound. Das heißt, es gibt noch einen Soundtrack, der quasi auf die Fahrt abgestimmt ist. Der ist aber heute leider nicht in Betrieb. Wird wahrscheinlich an einem Defekt oder sowas liegen. Aber ja, ist immer noch ein kleines Gimmick nebenbei. Wir sind jetzt mit Super Splash gefahren. Wie heißt du nochmal? Die andere Wildwasserbahn. Oh, du, ich wäre jetzt erstmal dafür, wieder was anderes zu machen. Was anderes? Ja. Wieso, weil du so trocken bist? Ja. Also Sarah und ich saßen vorne und wie sehen wir aus? Na, show me. Also bei Sarah, sie saß rechts. Wir dachten, rechts kriegt man nicht so viel ab, weil da ist die Wand, seht ihr? Und wenn man kommt, ist links die Wand und die spritzt das ganze Wasser zurück. Deswegen wollte ich nach links. Ich habe auch eine Ladung abgekriegt, aber Sarah hat rechts auch was abgekriegt. Oh, ist okay. Jetzt ist gerade ein bisschen schattig im Himmel, aber kommt gleich wieder. Jetzt müssen wir uns nur was ausdenken, weil wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige geschafft. Wir könnten noch die Schlange vom Midgard fahren vielleicht. Oder ein paar Rewrites. Oder Kernapulten. Aber ich mache heute keine Nups. Ist ja nicht so schlimm. Hier geht so eine Brücke ein wenig aus dem Park raus, über eine Bahnschiene. Und eigentlich ist das hier der Zugang aus dem Feriendorf des Hansaparks, denn das haben die auch. Da kann man übernachten. Ja. Ich zeige euch jetzt mal die Hütten. Die sind nämlich hier. Und wenn man hier jetzt rumherum geht, dann kann man dies aber auch als Ausguck nutzen. Und sieht dann das Meer an Deutschlands einzigen Freizeitpark. Am Meer. Ist das nicht nice? Da! An der Ostsee, direkt. Die Häuser, die haben natürlich jetzt hier so ein bisschen Primetime, jetzt wo es in die Sommerferien geht, so langsam. Und ja, das hier ist das Resort vom Hansapark. Hier kann man dann auch nächtigen und dann quasi auch über einen Spezialeingang, den man hier unten sieht, hier hoch in den Park gehen. Ist ja ganz cool, gerade wenn man so die Jahreskarte, die kostet ja glaube ich nicht so viel hier. So um die 100 Euro müsste die kosten. Und wenn man dann hier so eine Woche oder zwei Urlaub macht und den Kindern dann so eine Jahreskarte kauft, dann können die sich halt hier im Park vergnügen. Klar, man kann jetzt hier keine 6-jährigen Kinder alleine in den Park schicken, aber so 10-, 12-Jährige, die finden hier wahrscheinlich auch schon allein zurecht. Und ist vielleicht eine ganz nette Urlaubsregion. Für Familien könnte man mal reinschauen. Ich kenne mich jetzt mit den Kosten hier nicht aus, aber ich denke mal hier so, die Ecke an der Ostsee ist schon nicht gerade billig. Nee, ist schon recht teuer. Ihr habt dann auch direkt hier die Strände von Timmendorf, Scharbeutz und solche Sachen quasi direkt vor der Haustür. Da hinten ist Neustadt. Da ist Scharbeutz. Wenn man in Scharbeutz dann sieht man auch den Kernan und den Highlander. Das ist cool. Da ist der Highlander, da ist der Holsteinturm und da ist Kernan. Die höchsten Attraktionen hier im Park. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück in den Park. Wir wollen jetzt mal nochmal in den Kinderbereich, in den neuen gehen. Da vielleicht den kleinen Freifallturm einmal kurz fahren. Da sollte sich die Schlange ja, denke ich, ein bisschen verkleinert haben zumindest. Und es gibt noch einen Gerstlauer Skyfly, also ein interaktives Looping-Karussell. Den würden wir vielleicht gerne noch mitnehmen und zum Abschluss nochmal eine Runde in den Kernan wandern. Wir müssen immer so ein bisschen gucken. Der Park macht eigentlich um 18 Uhr zu. Wir wissen aber, dass der Park die Attraktion etwas früher schließt. Und wir gehen jetzt stark davon aus, dass viele Attraktionen schon um 17 Uhr zugemacht werden. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen beeilen. Wir sind wieder da und ja, wer hätte es geahnt, es ist leerer geworden. Hier ist der Eingang für die beiden neuen Attraktionen. Wir haben einmal Avildas Ausguck und auf der anderen Seite Avildas Abenteuerfahrt.
Hier rechts befindet sich die kleine Kinderwasserbahn, die ich euch ja schon gezeigt habe. Und hier links geht es in den neuen Zira Family Freefall Tower. Und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja. Wir sind jetzt gerade noch mit diesem netten Gerät gefahren, dem Gerstlauer Skyfly. Kerner Pulten wurde nachdem Kern dann errichtet wurde, dann noch aufgebaut, deswegen auch dieser kuriose Name. Ja, es handelt sich hierbei um einen Gerstlauer Skyfly, mit dem man selber bestimmen kann, ob man Überschläge machen möchte. Ihr seht, ihr habt so Flügel links und rechts neben den Sitz und durch geschicktes Bewegen der Flügel könnt ihr es zu Überschlägen schaffen, die auch hier unten gezählt werden. Und da kann man sich so ein bisschen mit den anderen messen und lädt dann natürlich auch zu Wiederholungsfahrten ein. Man muss da ein bisschen trainieren, bis man den Trick raus hat, aber Sarah hat es mittlerweile raus und ich auch. Hier im Hansapark ist es ein bisschen schwerer, die Gondel zum Überschlag zu bringen. Da muss man schon einen guten Platz erwischen und dann auch einen guten Wind stehen haben. Zu dem Geschäft muss ich halt echt noch sagen, das, was ich da jetzt gerade erlebt habe mit dem Einsteigen und Aussteigen, ist schon abfertigungstechnisch fast ein Horror. Also das habe ich auch noch nicht erlebt hier. Normal geht das immer völlig schnell, aber irgendwie hatte der Mitarbeiter so gar keinen Bock. Normal, wir hätten 4 Fahrten warten müssen, haben aber locker eine halbe Stunde gewartet. Dafür, weil es ging immer für einen ganzen Rundlauf, also aussteigen, einsteigen, Fahrt, haben wir gute 10 Minuten gebraucht hier gerade. Das war schon echt heftig. Keine Ahnung, wieso das so ist und wieso der Mitarbeiter hier so unmotiviert war oder keine Ahnung. Komisch, weil das stößt halt im ganzen Park nicht so auf. Beim Highlander, das geht immer super schnell. Bei der Troika, sie haben hier so ein Husfahrgeschäft. Das steht da hinten, da geht es auch immer super schnell. Und hier weiß ich nicht. Jedes Mal wurde da ganz komisch auf den Sitz geguckt. Ich meine, ich habe da ja auch nichts gegen, wenn man die Sicherheit prüfen muss. Aber es geht halt in anderen Parks komischerweise deutlich schneller. Und es ging auch hier schon deutlich schneller. Deswegen, der Mitarbeiter kam uns allen sehr langsam vor. Hat uns gerade ein bisschen geärgert, weil wir nicht mehr wussten, ob wir es noch in die Warteschlange von Kernan schaffen. Weil wir ja gehört haben, dass Kernan die Warteschlange gerne früher schließt. Mittlerweile hat sie immer noch auf, glaube ich. Ist ja eigentlich ganz schön. Wenn der Park länger auf hat, wir stehen jetzt mitten in der Schlange drin und ja, fahren dann jetzt noch eine Runde. Wahrscheinlich zum Abschluss, vielleicht schaffen wir gleich noch eine Runde Highlander. Und ja, jetzt haben wir erstmal noch mal eine Runde Kernan, um den Tag so ein bisschen abzuschließen. Wir machen es tatsächlich. Wir fahren jetzt die kleine Soki-Wasserbahn. Die neue. Ist jetzt keine lange Schlange mehr. Und so sieht's aus. Wir waren die Letzten. Wir müssen uns nur jetzt einzeln in dieses kleine Mini-Boot reinquetschen. Das wird lustig auf jeden Fall. Oh, cool. Es ist echt einfach ein Lokflumen komplett runterskaliert. Alles, was man sonst so kennt, findet man hier auch wieder. Sehr schön thematisiert. Man hat 2 kleine Abfahrten, einen Lift und dann fährt man halt so über 2 Stufen runter. Ja, auf jeden Fall sehr nett. Schöne Figuren. Da hinten noch ein cooler Lasereffekt mit irgendwie, was war das? Vogel, eine Möwe, keine Ahnung. Wurde da rein projiziert in der Höhle. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mir fehlt nur so ein bisschen, dass die Figuren noch mit den Leuten interagieren, dass sie jetzt so ein bisschen mit denen reden würden, so eine Story erzählen. Das fände ich noch richtig niedlich, aber so. Wenn sie nur irgendwie Hallo, ja, irgendwas klar. Herzlich willkommen in meiner Welt oder was weiß ich und so. Oder ihr habt den Schatz gefunden und sowas, das wäre cool. Naja, gut. Wir begeben uns langsam in Richtung Ausgang. Sehen uns da gleich nochmal zu einem kleinen Fazit wieder. Die wollten eben nur sagen, ja, die
Wir befinden uns jetzt am Ausgang bzw. Eingang des Heideparks. Heideparks? Wir sind ja im Hansapark. Ja. Und werden jetzt gleich den Park verlassen. Kurzes Fazit noch. Ich finde das hier immer ganz schön, so wenn man rausgeht. Hier ist morgens die Atmosphäre cool und hier ist abends die Atmosphäre sehr cool. Die beiden Karussells am Eingang hier, die drehen auch noch. Also die sind tatsächlich noch geöffnet, obwohl wir schon nach Parkschluss haben. Weiß ich nicht, Sarah, wie war's? Was sagst du? War schön, ja. Also ich hatte heute richtig Bock irgendwie, ich weiß nicht. Bin hier in den Park gekommen und hab so echt so gedacht, so cool. Ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen gefallen. Wir konnten euch mal ein bisschen spannender mitnehmen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannender gewesen als letztes Jahr, wo wir hier waren, auf der Tour, auf unserer Sommertour. Kommt, wenn ihr Lust habt, gerne mal in den Hansapark, wenn ihr euren Ostseeurlaub hier in der Nähe geplant habt. Genau, sagt mal Hallo nach Lübeck. Wenn ihr den Highlander fahrt, dann könnt ihr oben winken und sagt mal Hallo Lars. Ins Lübecker Studio. Eine Stunde. Naja, passt. Und eine Stunde bis nach Aachen. Ja, mindestens. Kommt drauf an, mit was wir ungefähr machen. Sarah schafft es auch in einer halben. So, wir versuchen uns jetzt gleich noch ein Restaurant in der Lübecker City zu sneaken, aber nur Außengastronomie. Dann müssen wir mal schauen, ob das klappt. Naja gut, dann gucken wir mal.